товарищи! Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики. An das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Verlangen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir, aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab und die Entehrung erfahren wir nicht. Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen, und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Thy good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight
with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. The designated head of the German state signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied expeditionary forces